der Crimson Lancer ist auch schon tot. Weil wegen Pascal. Toll, Pascal. Kaputt gemacht. Toll, danke, Brick. Danke. Du Lilith. Alter. Weich ihm aus. Muss ihm ausweichen. Nein, ausweichen. Ich versuch. Weißt du, wie hart das ist? Hast du das Achievement gekriegt? Ja. Du nicht? Ich. Dann müssen wir nochmal tauschen. Das reicht. Wir tauschen die Sitze. Okay, wir müssen eh erst aussteigen. Scheiße. Okay, ich steig schon mal aus. Ah, nein! Ah, verdammte Axt. Scheiße, gerade mit meiner Autogun-Werfer. Was ist der Pyromane, yes. Das hilft. Der Schwein hat meine Autogun kaputt. Das ist nicht euch. Die Trefferquote nach oben! Mal an. Scheiße, Moment, diese scheiß Kerne. Au! Was war das? Irgendjemand schießt doch hier mit einer Panzerfaust oder sowas. Er hat irgendjemand eine Panzerfaust. In Deckung. In Deckung. Ist irgendeiner größenwahnsinnig. Wow, okay. Aber wo ist der Gegner mit der Panzerfaust? Oh, da bist du da. Nein, da hat doch ein Gegner eine Panzerfaust, der hat ein Team. Da drüben irgendwo? Au. Au, shit. Au. Au. It burns. There's a burning man. Ich komm nicht mehr klar. Denk ihr mal nach unten, damit Pascal ihn trifft. Wo ist da einer? Wieso hat Mordecai seinen Todesschrei gemacht, obwohl er gar nicht tot war? Was war das? Ah, er ist tot, okay. Ja, er ist tot. Aber müsst ihr da vorne durch, oder was? Nee. Nein, wir bekämpfen hier jetzt alle Crimson Lance Typen. Ja, weil wir die scheiß Energiekerne brauchen. Oh, eine Waffenkiste. Ich bin aber schon wieder voll. Da ist nur Scheiße drin. Sieh dir das an. Ja, genau. Aber Daniel! Hast du gehört, was Mordecai gesagt hat? Scheiße, sieh dir das an. Er hat damit gemeint, dass die Waffen scheiße sind. Sieh dir die Scheiße an, muss er dann sagen. Nein. Ich bin zutiefst beeindruckt. Das ist ein kleiner alter Pyromane. Er ist irgendwie tot. Alter, hier sind überall Explosionen, ich komm gar nicht mehr klar, ey. Wenn hier zwei oder drei Leute mit einer scheiß Panzerfaust rumrennen, dann kannst du ja nichts mehr hören von lauter Waffengeräuschen. Was ist das? Innobrick, der das rumschießt. Als Innobrick, der das rumschießt. Als ob der zählt auch für zwei, drei Leute. Nein, der zählt für fünf. Ja, von mir aus auch für 5. Scheiße, jetzt habe ich gedacht, das wäre so ein Energiekern. Da ist ein Energiekern. Das war sogar einer von diesen Geschwindigkeitskernen, die so ultra selten sind. Oh, nö! Ja, nein! Nein, die hat mich runtergeschubst, die Bitch! Was? Die hat mich runtergeschubst! Rick, tu was! Der hat ihn runtergeschubst! Rick, mach was! Die hat mich runtergeschubst! Ich bin dabei! Gut. So, das lasse ich mir hier nicht gefallen. Und dann stelle ich hier einfach von der Runde schubsen, Mann. Das ist Minerva. Warum bist du noch am Leben, Brick? Warum ist das so scheiße? Brick! Das ist tot. Thanks to me. Danke, Brick. Gern gestehen. Was noch für eine Kack-Sirene. Was soll denn das hier? Naja, das ist ein Assassinen. Ja, aber das sind Frauen. Lilith ist keine Frau. Stimmt, du hast recht. Lilith ist auch nicht mal irgendwie ein Mensch oder so. Lilith ist einfach nur Lilith. Das sind halt einfach nur Assassinen. Warum stotterst du so? Hast du ein Problem? Ja, dann sprichst du doch mal das Wort Assassinen. Assassininnen. Assassinen.
Hier ist eine Weapons Chest. She's a beauty. Oh yeah. Sie ist voll scheiße. Das ist mega scheiße, aber es ist Money drin. Team Bonus für erbeutete Objekte, 2 Plünder-Skills. Warum bist du kein Plünderer? Warum finden wir keinen geilen Scheiß? Super. Was bin ich eigentlich? Ich bin Ranger. Was ist nochmal Ranger? Du redest mit Tieren. Team Zielgenauigkeit, Raubtier-Skill, Raubvogel-Skill. Ja, aber das bewirkt höhere Zielgenauigkeit fürs Team, Mann. Da ist eine Sniper-Rifle und du hast sie dir geholt. Ich hab sie mir bereits geholt. Wo ist der andere? Brick? Der ist schon wieder weiter, oder? Der klaut uns schon wieder hier die Kills von den Lernfahrzeugen. Nee, sie ja nicht. Ich hab nur eine Drohne zerstört. Ja. Ja, und dann lässt er 10.000 Kerne in ein Gebiet liegen, überspringt das Gebiet und ja. Und macht uns die Mission noch viel schwieriger, als sie ist. Danke, Brick. Danke schon mal im Voraus. Danke für gar nichts, by the way. Warum ruinierst du alles? Warum ruinierst du unsere Boylands Experience? Bist du so salzig, weil ich die eine Mission abgegeben habe, während du nicht da warst? Vielleicht, ja. Da wäre ich aber auch angepisst. Nee, das ist mir egal. Das waren nur 3000 EXP. Das waren 5000 mindestens. Das ist egal, wie viel es war. I do not care. Siehst du die Emotionen in seiner Stimme? So viel Emotionen hat er normalerweise nie. Es muss ihn also berühren. So, geht vor und tötet eure Fahrzeuge, wenn es euch gibt. Ja, Mann, machen wir jetzt auch, Mann. Wir machen das jetzt. Ja, Patze, machen wir das? Können wir das schaffen? Mhm. Ja. Okay, wo sind sie? Wo sind sie? Scheiße, Straßensperre. Nee, doch nicht. Jumbayo! Wow, okay. Was für ein Überschlag, Mann. Das ist jetzt doof. Lauf! Ich meine, ich fahr ja. Wir haben eingepackt. Und hier kommt der lustige Part. Au! Hör auf hier, Spam-Mail zu schicken, während du mich abschießt, Mann, das ist voll uncool. Ich hab eingepackt, so. Yo, Brick, was machst du? Achtung, unsachgemäße. Mein Auto ist fast tot. Brick ist depressiv. Sind es die Geschütze da oben? Sollen wir die Geschütze kaputt machen? Nee, ich mach schon. Ich will einfach, dass Brick das mal selber macht. Nein, tu das nicht. Du bevormundest ihn. Du bevormundest ihn immer so. Ja, aber ab und zu muss man auch mal im Team zusammenarbeiten, Mann. Ich hab zu lange mit diesem Kerl in einem Team zusammengearbeitet. Er hat mir immer einen Stich gelassen. Und das Schlimmste ist, der Tag, an dem er alle Toiletten mit Burritos verstopft hat. Das hast du mir nie erzählt, Brick. Hat er auch nie, weil er ein Arsch ist. Er ist ein Arsch. Weißt du, einparken. Weißt du, erstmal hat er alle... Das Auto! Ich glaube, das sieht gut aus. Kakao. Was soll das? Wieso steht dein Auto seitwärts? Ich verstehe nicht. Sei ausbrick. Steig ausbrick. Es geht doch nicht darum zu verstehen. Du musst es sehen. Siehst du, was du mit meinem Auto gemacht hast, hä? Siehst du, was du mit meinem Auto gemacht hast, hä? Guck mal, Brick ist voll als Arsch, Mann. Scheiße. That's what you get. Okay, ha, Daniel. Jetzt stehst du in der Luft. Ich bin jetzt unter deinem Auto drunter, hä? Was machst du jetzt?
Daniel, ja. Lass uns mal den örtlichen Toilettenverkäufer besuchen. Okay, gehen, alles klar. Wir sind ja hier, um uns um eine Beschwerde einzureichen. Wo gibt's hier einen? Ja, du musst da durch. Aber ohne Autobrick. Sorry, Jungs. Der Brick ist ja wütend. Der Brickmaster Brick. He comes for revenge of booties. He comes for the schwiggity schwooty. Brick, das waren jetzt alle, du kannst jetzt aufhören. Verdammte Axt. Ich komm hier nicht mehr drauf klar. Das ist einfach zu leise Zerstörung. Ich meine, diesen Typen hat nie eine Chance. Okay. Los, Bloodwing. Ja, ich komme ja auch mal. Ja, gut, dankeschön. Dankeschön. War das nicht ein schönes Feuerwerk? Das ist ein voll langweiliger Kampf gegen die Crimson Lands. Mann, ich wollte eigentlich viel länger an dieser Straßensperre festhängen. Brick hat meine ganze Borderlands Experience zerstört. Mal wieder. Ich bin's normalerweise gewöhnt, mich durch diese Straßensperren durchzuquälen. Danke, Brick. Du hast alles kaputt gemacht. Und er sagt nicht mal dazu, was das ist. Er kriegt nicht mal irgendeiner Schuld. Nö. Das ist ein richtiger Arsch. Ja, voll. Von wem redet ihr? Von Lilith. Ah, ja klar. Sie hat einen richtigen geilen Arsch. Sie ist ein Arsch. Ja, genau. Ein Medikit. So viel Cash Money. Na, Brick, wir müssen da durch. Patze, was ist das da drüben an der Wand? Was ist das? Das sind... Deine Hoffnungen und Träume. Also das schön. Das Wort, was es eigentlich ist, fängt auch mit H an, aber er wollte es jetzt nicht so ausdrücken. Verstehe ich nicht. Es ist in Ordnung. Kannst du es mir erläutern? Naja, weißt du, irgendwann im Leben eines Mannes, da kommt der Tag, da, also bei der Geburt, ja, da hast du ja so, wenn du ein Mann bist, dann hast du ja da so Hoden, okay? Einfach Hoden. Und dann ist er tot. Toll, jetzt hast du es kaputt gemacht. Der ganze Warte, Hoden. Ich belebe dich wieder. Ich belebe dich wieder. Der ganze Hoden-Moment, Brick, alles kaputt. Auf die Beine, Soldat! Stehst du jetzt auf, oder was, hä? Brauche Munition! Nee, nix Munition. Kämpf mit den Fäusten. Sind die Rocketeers jetzt mal alle tot, oder was? Ja, ja. Der Blitz hat sie getroffen. Kerne sind für immer und ewig weg. I'm sad now. Aber soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen. Hey, Frau Bübsch, nach mir. Ja, das ist hier die Straßensperre, die nachher nicht mehr da ist, oder? Ja, genau. die ist mal da und dann ist aber auch wieder nicht da. Ja, man versteht das da. Nicht so ganz.
Ja, jetzt ist sie so richtig dumm. Das hier ist die nervigste Straßensperre überhaupt. Beim ersten Mal okay, dann kann man sich ja... Mit Auto geht's ja noch, aber ohne Auto. Hi. Okay. Dieser scheiß Rocketeer mit dem Raketenwerfer. Hab ich dich. Was ist los mit dir, Mann? Steh auf! Hey, von was versteckst du dich? Hä? Erzähl mir! Er will nicht. Ich hab von meinem Rocket Launcher, dass ich versteckt. Das wusste ich gar nicht. Man kann sich vor einem Rocket Launcher verstecken? Er hat's versucht, aber... Der Rocket Launcher war schneller. Yeah. Hold up. Way.